Tag, Mamselling. Tag. Tag, Korle, schon zurück. Aber ja doch, alles gelöscht. Gelöscht? Nee, nee, kein Feuer, nicht. Weizen aus Südamerika. Wiedersehen. Tag, Dr. Grafo. Na, wie steht's mit der werten Magen? Ah, tadellos, unübertrefflich. Tschüss, kleines Fräulein. Wiedersehen. Grüß schön zu Hause. Mach ich. Tag, meine Herren. Ich bin entzückt, mein Fräulein, Ihnen gefällig zu sein. Dieses Entzücken ist nicht gegenseitig, mein Herr. Herr Markus! Herr Antoni! Ist Papa drin? Die Herrschaften sind schon beim Tee, Frau Antoni. Tag, mein Herr. Besuch? Ein Herr hat Karten abgegeben. Bendix Grünlich. Mein lieber Jean, Thomas, Christian. Dankeschön. Was liest du da eigentlich, feines Clara? Blind, taub, stumm und dennoch glücklich. Wie schön. Und so überzeugend. Es steht zu befürchten, dass unsere liebe Cousine Clotilde demnächst eines jämmerlichen Hungertodes sterben wird. Gott, Christian. Übrigens, Thomas, die Roggenangelegenheit mit Hengton und Company macht sich. Was gibt er? 60 Taler für 1000 Kilo. Nicht übel, wie? Aber das ist ausgezeichnet. Na, Klärchen? Migräne? Dr. Grabo hält sehr viel davon. Es ist Eisen drin. Mein Gott, ich bin spät, entschuldige bloß. Aber ich habe mich bei Sesemi verplaudert. Toni, ich finde, deine Haltung lässt zu wünschen übrig. Ich fürchte, wir müssen dich wieder zu Sesemi ins Internat zurückschicken. Gern, jederzeit. Sie kann sitzen, wie sie will. Sie bleibt immer Toni Buddenbrock. Tilda und Toni sind unstreitig die Schönsten in der Familie. Mein Himmel, Christian, sei doch nicht immer so übertrieben. Entschuldigung, Herr Konsul. Grünlich, Agent Hamburg. Ein angenehmer, gut empfohlener Mann. Ich habe Geschäfte mit ihm. Wir lassen bitten. Ist dir doch recht, Betsy. Du erinnerst dich. Aber natürlich, mein lieber Jean. Gewiss. Guten Tag. Darf ich? Oh, vielen Dank. Ich störe, ich trete in einen Familienkreis, man plaudert. Ich muss um Verzeihung bitten. Sie sind willkommen, mein werter Herr Grünlich. Herr Bendix Grünlich, Betsy, mein wackerer Geschäftsfreund. Ich bin entzückt. Meine Tochter Antonie. Ich bin entzückt. Clara, unsere Jüngste. Ich bin entzückt. Meine Nichte Clotilde, die bei uns aufwächst. Mein zweiter Sohn Christian. Ich bin entzückt. Mein Sohn Thomas kennen Sie bereits. Ich bin entzückt. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Grünlich. Tausend Dank. Sie sind in Hamburg zu Hause? Allerdings, Frau Konsulin. Allein, ich bin viel unterwegs. Ich bin stark beschäftigt. Mein Geschäft ist ein außerordentlich reges. Ja, das darf ich sagen. In der Tat. In welch reizender Garten. In welch farbiger Blumenflor. Und diese Klatschrosen hier putzen ganz ungemein. Oh mein Gott, ich gestehe meine Schwäche für Blumen und für die Natur im Allgemeinen. Um Vergebung, ich habe vorhin Ihren Namen nicht verstanden. Christian. Wie schön. Ich liebe, wenn ich das aussprechen darf, die Namen, welche gleich erkennen lassen, dass Ihr Träger ein Christ ist. Oh, wahrhaftig. Wenn in allen Familien ein Geist herrschte wie hier, Gottesglaube, Mildherzigkeit und damit verbunden eine edle Weltläufigkeit, es stünde besser hienieden. Diese doppelte Geschmacksrichtung kleidet jeden Mann aufs Beste.
Toni, mein Kind, willst du nicht endlich unserem Gast eine Tasse Tee anbieten? Bitte? Aber nein, doch, mein Fräulein, keine Umstände, ich beschwöre Sie. Ich beschwöre Sie, mein Fräulein, noch einen Augenblick in dieser Stellung zu verharren. Frau Konsulin, bitte beachten Sie, wie die Sonne in dem Haar Ihres Fräulein Tochter spielt. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen. Setzen Sie dem Mädchen keine Flausen an den Kopf, mein Freund. Pardon, ich vergaß mich. Doch nun störe ich nicht länger, jetzt ruft die Tätigkeit. Wenn ich den Herrn Konsul ersuchen dürfte. Sollten Sie etwa während der Dauer Ihres Aufenthalts mit unserem Hause verlieb nehmen wollen? Ich bin Ihnen von ganzer Seele verbunden, aber ich bewohne ein paar Zimmer im Hotel Stadt Hamburg. Jedenfalls hoffe ich, dass wir uns nicht zum letzten Mal sehen. Ein angenehmer junger Mann. Also ich finde ihn albern. Aber Toni, was für ein Urteil, ein so christlicher, tätiger junger Mann. Wohin? Ich brauche ein Taschentuch. Nein, wirklich, Toni, du erstaunst mich. Ein Freund deines Vaters kommt ins Haus und du, gegen die er sich so artig und galant betragen hat. Er sprach doch immer nur von sich. Sein Geschäft ist rege, er liebt die Natur, er bevorzugt die und die Namen. Was geht uns das an, möchte ich wissen. Er sagt er alles nur, um sich herauszustreichen. Ein goldgelber Backenbart. Ich störe. Ich trete in einen Familienkreis, man plaudert. Ich muss um Verzeihung bitten. Ich beschwöre Sie. Ich beschwöre Sie, mein Fräulein, noch einen Augenblick in dieser Stellung zu verharren. Sie putzt ganz ungemein. Christian, Herr Grünlich kann jeden Moment aufbrechen wollen. Trag seine Sachen zurück. Aber sofort. Ich bin untröstlich, Frau Konsulin, Sie für die Feinheiten der darstellenden Kunst nicht begeistern zu können. Wirklich, ihr hättet dabei sein müssen. Das war rasend komisch. Saß er in eurer Loge? Christian Buddenbrook, natürlich, tut er oft. Ich nehme ihn häufig mit zu meiner Belustigung. Na, diesmal bist du offenbar auf deine Kosten gekommen. Hermann Wagenström kommt allemal auf seine Kosten. Und warum? Dafür sorgt Hermann Wagenström persönlich. Hast du die Zeitung gelesen? Ich? Nein, ich lese doch keine Zeitung. Nun, diesmal hätte sich's gelohnt. Ich bin außer mir. Da steht es. Christian Buddenbrook verursacht einen Theaterskandal. Mein Gott, Papa, die paar Veilchen. Einen Riesenstrauß hast du auf die Bühne geschleudert. Kostbarste Parma-Veilchen. Während der Vorstellung. Ich verehre nun mal die betreffende Künstlerin. Künstlerin. Der Vorhang musste fallen. Und das im Stadttheater. Unser Name in der Zeitung in solchen Zusammenhang. Die Leute haben gelacht. Über einen Buddenbrook lacht man nicht. Mein Sohn verursacht einen Theaterskandal und sitzt in der Loge des Herrn Wagenström. Eingeladen natürlich. Dabei weißt du sehr wohl, dass ich diesen Umgang missbillige. Hast du bis zum heutigen Tage nicht begriffen, dass die Geschäftspraktiken der Firma Wagenström und die Prinzipien unseres Hauses... Nichts begreifst du. Du kennst dieses Buch. Natürlich, Papa. Und kennst den Wahlspruch deines Urgroßvaters. Mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften am Tage. Aber mache nur solche... Dass wir des Nachts ruhig schlafen können. Ich wüsste nicht... Alles, Christian. Alles, was Firma und Familie betraf, haben wir Buddenbrooks hier vermerkt. Generation nach Generation. Honnett und makellos. Mein Gott, Papa, ich habe schließlich nichts getan, was der Familie... Nein, du hast uns nur blamiert. Uns alle, verstehst du? Das ganze Haus Buddenbrook hast du uns geschrei gebracht. Ich will dir mal was sagen, mein Sohn. Du tust dir nicht gut. Schon lange nicht. Kurz, ich gebe dich fort in die Lehre nach England. Mein Entschluss ist nicht von heute oder gestern. Ich habe in London angefragt, bei Richardson & Sons, eine hoch angesehene Firma. Sie sind bereit, dich aufzunehmen. Eigentlich nett von den Leuten, was? Nett, nett. Ich habe Geschäfte mit ihnen, das ist alles. Wann soll ich fahren? Morgen? Nein, keineswegs morgen. Wenn du deinen Handelskursus hinter dir hast, natürlich. Möglich übrigens, dass man dich von London nach Südamerika schicken wird. Die Firma hat in Valparaiso ihre überseeischen Büros. Übersee? Valparaiso? Man trägt dort Tropenhelme, nicht wahr? Tropenhelme. Herr Markus! Herr Markus, Valparaiso, Herr Markus, eine längere Reise in die Tropen. Wer, Herr Christian? Ich natürlich, mein Freund. Tropenhelm, Kompass, Flinte, Netz. Erledigen Sie das? Eine Flinte. Die Löwen, mein Bester. Hyänen und Löwen. Morning, meine Herren. Morning, Christian.
wie hübsch, dass du uns einmal Gesellschaft leistest. Ich bin eigens heraufgekommen, weil deine Mutter und ich in einer ernsthaften Angelegenheit mit unserem Töchterchen zu sprechen haben. Ist zuvor, mein Kind. Nur gleich heraus damit. Bitte, Papa. Die Frage, die wir mit dir zu besprechen haben, ist in diesem Brief enthalten, der heute früh gekommen ist. Um kurz zu sein, Herr Bendix Grünlich schreibt, dass er eine tiefe Neigung zu unserer Tochter gefasst habe und bittet in aller Form um deine Hand. Was will dieser Mensch von mir? Was habe ich ihm getan? Aber Toni, wozu diese Aufregung? Du kannst sicher sein, dass deine Eltern immer nur dein Bestes wollen. Ich weiß gar nichts von ihm. Ich weiß nur, dass er einen goldgelben Backenbart hat und ein reges Geschäft. Meine kleine Toni, was solltest du auch von ihm wissen? Du bist ein Kind, das noch keine Augen hat für die Welt und sich auf die Augen anderer Leute verlassen muss, die planvoll für dein Glück sorgen. Ich verstehe es nicht. Er kommt hierher, sagt allen was Angenehmes, reist wieder ab und schreibt, dass er mich... Wie kommt er dazu? Du musst nicht glauben, dass wir dich drängen wollen. Dies alles wird mit Ruhe erwogen werden. Muss mit Ruhe erwogen werden. Denn es ist eine ernste Sache. So, und nun geht Papa an seine Arbeit. Würdest du mir denn auch zuraten, Mama, mein Ja-Wort fürs Leben zu erteilen? Papa hat dir nicht zugeraten, mein Kind. Er hat dir nicht abgeraten. Das ist alles. Die Verbindung, die sich dir darbietet, ist vollkommen das, was man eine gute Partie nennt und was Pflicht und Bestimmung dir vorschreiben. Du kämst nach Hamburg in ausgezeichnete Verhältnisse. Auch ist Bendix Grünlich offenbar ein vortrefflicher Mensch, ein Mann von Takt und Geschmack. Nun, Papa wird ja nicht gleich antworten. Er wird ihn hinhalten, dann wird Herr Grünlich gekränkt sein und alles verläuft im Sande. Mein goldgelber Backenbart. Melden Sie mich dem gnädigen Fräulein. Mein Herr, ich habe den Auftrag. Nein, sagen Sie, ich bin verreist. Ida. Mein Herr, darf ich... Welch eine Fügung. Ich betrete dieses Zimmer... Und finde Sie, Antonie. Was fällt Ihnen ein? Ich konnte nicht länger warten, Fräulein Antonie. Ich habe mich in einen Wagen geworfen, bin hierher geeilt, habe mir ein paar Zimmer im Gasthof Stadt Hamburg genommen und da bin ich. Um von Ihren Lippen das entscheidende Wort in Empfang zu nehmen. Sie irren sich. Sie irren sich. Fräulein Antonie, seit jenem Tage, da ich Sie zum ersten Mal im Kreis der Ihren erblickte, ist Ihr Name mit unauslöschlichen Buchstaben in mein Herz geschrieben. Ach, gegraben. Seit jenem Tage ist es mein einziger, mein heißer Wunsch, Ihre schöne Hand fürs Leben zu gewinnen, nicht wahr? Ich darf auf Ihre Gegenneigung hoffen, darf Ihre Gegenneigung sicher sein. Nein! Ich gebe Ihnen nicht mein Ja-Wort fürs Leben. Womit habe ich dieses Zweifeln und Zögern Ihrerseits verdient? Ich verpfände Ihnen mein Manneswort, dass Sie als meine Gattin nichts entbehren werden. Nein, nein! Ich habe ja Nein gesagt! Ihr Antrag ehrt mich, aber ich kann ihn nicht annehmen. Mein Gott, ich gebe Ihnen einen Korb, verstehen Sie das nicht?
So, und jetzt entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit mehr. Sie weisen mich zurück? Ja, leider. Und Toni. Toni! Sehen Sie mich hier. Dahin haben Sie es gebracht. Haben Sie ein Herz? Ein fühlendes Herz? Hier knie ich. Bringen Sie es über sich, mich zu töten? Nein, nein. Aber stehen Sie doch auf, bitte. Sie wollen mich nicht töten? Wie können Sie sowas sagen, Herr Grünlich? Das ist ein Wort. Ja. Gut, gut, sagen Sie nur nichts mehr, Antonia. Ich bitte Sie genug für diesmal. Leben Sie wohl für heute. Ich kehre zurück. Leben Sie wohl. Dich zu sehen. Doch, doch, schon dein bloßer Anblick ist tröstlich. Setz dich, willst du Tee? Ja, gerne. Ach, wenn du wüsstest, Sesemi. Was denn? Ja, denke, ich soll mich verheiraten. Eine gute Partie. Und Papa und Mama sind förmlich vernarrt in ihm. Ich würde die ganze Zuckerbüchse nehmen. Verzeih, Sesemi, ich bin völlig durcheinander. Natürlich, ich weiß, was ich unserem Namen schuldig bin und was meine Pflicht ist. Meine schönste und oberste Pflicht. Nur leider... Kein angenehmer Mensch? Nein, gar nicht. Ich jedenfalls kann und kann ihn nicht leiden. Das ist die Sache. Ist sie denn so eilig? Ich weiß nicht. Jetzt sagte Papa, dass alles in Ruhe überlegt sein will. Aber heute, eben jetzt, hat er mir zugesetzt, wie es überhaupt nicht zu schildern ist. Dein lieber Vater? Nicht doch, dieser Grünlich. Was für ein Auftritt, sehen Sie mich. Er hat vor mir gekniet. Er hat geweint und geschwitzt und immerfort meine Hände geküsst. Komm, war er weg, bin ich hergelaufen. Ich bitte dich, Sesemi, was soll ich tun? Du musst Ruhe gewinnen, mein Kind. Klarheit. Innere Sammlung. Aber er kann doch jeden Augenblick wiederkommen. Eine kleine Reise. Ein Landaufenthalt wären wohl das Vernünftigste. Eine Reise? Hm? Wohin? Travemünde hat dir doch immer gut getan. Ich denke da an den alten Schwarzkopf, den Lotsenkommandeur und seine Frau. Herrlich. Hm? Und du meinst das, Papa? Ich werde mit ihm sprechen, wenn du willst. Travemünde ist das, was ich brauche. Genau das. Ach, Sesemi, was für ein himmlischer Einfall. Sei glücklich, du gutes Kind. Wahrhaftig eine große Ehre, Mademoiselle, dass Sie eine Zeit lang bei uns viel lieb nehmen. Kompliment, Herr Woodenbrock. Guten Tag. Wohl auf, der Herr Papa. Danke. Ach, Herr Schwarzkopf, so froh, nach Travemünde zu kommen, war ich noch nie. Ich wollte, ich könnte einen gewissen goldgelben Backenbart noch einige Meilen hinter mir lassen. Na, dann treten die Herrschaften mal näher. Ich meine, Meta kenne, hat die gewissen kleinen Imbiss bereit. Ich finde es allerliebst bei Ihnen, Frau Schwarzkopf. Das freut mich. Bitte zuzulangen. Sie übernachten natürlich bei uns, Herr Buddenbrock. Leider nein, so gern ich bliebe, aber ich muss heute noch zurück. Na, mein Sohn, du kommst spät. Mein Sohn Morten studiert auf Doktor, aber jetzt hat er Ferien. Guten Tag. Guten Tag. Sehr angenehm. Guten Tag. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe ein bisschen am Strand gelesen und gelernt. Anatomie. Und nicht rechtzeitig nach der Uhr gesehen. Das Korinthenbrot sollte Mamsell mal probieren. Selbstgebacken. Danke. Und ein bisschen Honig dazu. Danke. Unserem Wabenhonig können Sie vertrauen, Fräulein Buddenbrock. Das ist reines Naturprodukt. Da weiß man doch, was man verschluckt. Sie müssen tüchtig essen, wissen Sie. Die Luft hier, die zehrt, die beschleunigt den Stoffwechsel. Will ich meine Job, Herr Doktor, mit ihm Stoffwechsel. Aber richtig ist es. Oh, schrecklich. Entschuldigen Sie vielmals, Frau Schwarzkopf. Gar nicht der Rede wert. Grünlich würde sagen, das putzt ganz ungemein. Thomas. Sie haben recht. Reines Naturprodukt. Man schmeckt es geradezu. Ah, die Herrschaft wird mich entschuldigen. Ich habe im Lotsenhaus noch zu tun. Und du, Morten, sitzt mal hier bloß nicht so rum. Gib dich lieber mit deinen Knochen ab. Aber Dietrich, warum soll er nicht noch hier bleiben bei unseren Gästen? Er hat doch Urlaub. Soll er denn gar nichts von unserem Besuch haben? Aber nur, wenn er nicht stört.
Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Buddenbrock. Ja, ich gehe ein bisschen spazieren. Was lesen Sie da eigentlich immer zu? Ach, das ist nichts für Sie. Lauter Blut, Gedärme und Elend. Ja, pfui. Aber wenn man auf Doktor studiert... Kommen Sie ein bisschen mit? Wenn ich darf? Jetzt muss ich Sie etwas fragen, nämlich, wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Ich habe ihn noch kein einziges Mal verstanden. Das macht mich förmlich nervös. Ich habe immerzu darüber nachgegrübelt. Sie haben darüber nachgegrübelt? Na, ich heiße Morten. Morten? Das ist hübsch. Nun, hübsch. Ja. Mein Gott, es ist doch hübscher, als wenn Sie Hinz oder Kunz hießen. Es ist etwas Besonderes. Dabei ist die Sache ganz einfach. Mein Großvater war ein halber Norweger und hieß Morten. Nach ihm bin ich getauft. Das ist alles. Darf ich Sie auch etwas fragen, Fräulein Buddenbrock? Natürlich. Hallo, Toni. Bekannte aus Lübeck. Also adieu dann. Setze mich da hinten auf die Steine. Soll ich Sie nicht vorstellen? Ach nein, ich danke sehr. Ich gehöre wohl kaum dazu. Also doch. Tag, Toni. Mein Adlerblick hat sich von Weitem erspäht. Ja, ich lerne reiten. Das scheint mir zweifelhaft. Ihr Bruder Thomas, der Stubenhocker, sollte das auch mal versuchen. Würde ihm gesundheitlich gut tun. Schlanke Leute sind bekanntlich gesünder als Fette. Hä? Seht mal, was hier Mutterseele alleine rumspaziert. Sie hier? Und welche entzückende Toilette. Du, Toni, wie reizend. Weiß der Satan, Fräulein Buddenbrock, Sie werden immer hübscher. Das unterschreibe ich blanco. Was macht Christian, das alte Haus? Immer noch in London, ja? Christian ist in Valparaiso. Na, Blumen sind ja dort wohl billig, was? Wieso? Da wirft er doch immer so schön mit rum. Wo wohnst du, Toni? Bei Schwarzkopfs. Wie originell? Ich finde das furchtbar originell. Wer ist das, Toni? Kennst du ihn? Das ist der junge Schwarzkopf. Der Sohn des Lotsenkommandeurs? Ja. Er ist sehr nett. Und ich kann ihn jetzt auch nicht länger warten lassen. Ihr entschuldigt gewiss. Und dabei hört man doch, sie sei so gut wie versprochen. Man sollte den Betreffenden Mitteilung machen. Das finde ich auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Gute. Hallo. Und die und die. Sie sind ertappt, lieber Herr Gosch. Oh, Thomas. Blumen, und wer ist die Glückliche? Nein, das zarte Geschlecht ist nicht im Spiel. Sondern? Ich selbst. Ja, ab und an verzaubere ich mir mein Heim mittels einiger Blüten. Der Effekt ist unglaublich. Ja, ja, alle vier. Dankeschön. Arrivederci, mein Freund. Thomas, endlich. Es ging nicht früher. Deine Herrin? Kommt heute nicht mehr. Weißt du noch, wie es anfing? Damals beim Schützenfest? Ich kaufte dir eine Nelke ab. Damals war es eine Nelke. Steckte sie mir ins Knopfloch. Hielt dich für eine Italienerin. Du wolltest unbedingt mit mir Karussell fahren. Aber das ging nicht. Ich musste ja Blumen verkaufen. Nein, das ging nicht, Anna. Das sehe ich vollkommen ein. Es ist das Einzige geblieben, was ich dir abgeschlagen habe. Ja. Wenn du da bist, dann ist alles gut. Aber sonst, wenn ich allein bin... Ach, Tom, wie lange kann das noch dauern mit uns? So musst du nicht fragen, mein Herz. Noch ist das Ende ja gar nicht abzusehen. Hier ist es hübsch. Bei Regen wäre das kaum sehr gemütlich. Wir müssten zu Hause bleiben und säßen gewissermaßen beide auf den Steinen. Wenn Sie dabei sind, sind es keine Steine mehr. Kommt der oder geht der? Geht. Das ist der Bürgermeister Steenbock, der nach Russland fährt.
Ich möchte nicht mit. Und im Zaren muss es noch empörender zugehen als bei uns. Aber was ist denn eigentlich das Empörende bei uns? Die Ungerechtigkeit, Fräulein Toni. All die Standesunterschiede. Und dass es gar nicht darauf ankommt, was einer kann. Jemand braucht nur in die richtige Familie hineingeboren zu werden. Der Adel, die Privilegien. Alles das muss endlich verschwinden. Aber das verstehen Sie nicht. Doch, Morten, das verstehe ich sehr gut. Wagenströms zum Beispiel. Geld haben die wie Heu und keine Spur von Vornehmheit. Aber der Adel, es gibt doch sehr nette Adlige. Sie haben Sympathien für den Adel. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil Sie selbst eine Adelige sind. Ihr Vater ist ein großer Herr und Sie sind eine Prinzessin. Sie können wohl mal mit einem von uns am Strand spazieren gehen. Aber wenn Sie da wieder in Ihren Kreis treten, adieu. Morten! Doch, Toni, doch. Und unser einer kann der Zeit seines Lebens auf den Steinen sitzen. Die ganze soziale Ordnung ist einfach falsch. Das ist es. Aber was wollen Sie denn? Ich meine, was kann denn geschehen? Ich will die Freiheit. Die Freiheit? Ja, die Freiheit. Was soll das heißen? Ich weiß, es sind da allerlei politische Reden im Schwange. Ihr Bräutigam, Trina, der Schlachtergeselle Hinrichs, scheint Sie recht ungut zu beeinflussen. Er ist bekanntlich ein Roter, dieser ewig blutige Mensch. Aber das berechtigt Sie noch lange nicht, die Schalottensoße mutwillig zu verderben. Ohne Essig, Trina. Völlig ohne Essig. Auch wenn es Ihnen persönlich nicht schmeckt. So, nun will ich Ihnen mal was sagen, Frau Konsulin. Warten Sie bloß. Das wird alles ganz anders. Es dauert nicht mehr lange. Dann sitze ich nämlich da auf dem Sofa in feinem Seidenkleid. Und dann bedienen Sie mich. Trina, gehen Sie. Gehen Sie auf der Stelle. Lassen Sie sich von Mamsell Jungmann ausbezahlen und Ihre Papiere geben. Ich will Sie nicht mehr sehen. Pardon, Herr Konsul. Es hat Ärger gesetzt? Ja. Ich habe Trina entlassen müssen. Die hat Dinge zu mir gesagt. Dinge. Was wollen denn die Leute, lieber Jean? Es kommt alles anders, sagt Trina. Das ist nichts als aufsässiges Gerede. Gewiss, es hat Unruhen gegeben, da und dort. Aber hier, nein, meine Liebe. Hier ist dergleichen nicht zu befürchten. Du hast recht, wie immer. Und doch, je besser es die Leute haben, desto unzufriedener sind sie. Sie hat lange nicht geschrieben. Wer? Ach so, ich habe weitere Erkundigungen über Grünlich eingezogen. Mir seine Bücher vorlegen lassen. Zum Einrahmen, sage ich dir. Toni müsste nicht meine Tochter sein, wenn sie nicht schließlich doch Vernunft annehmen. Dass sie auch meine Tochter ist, hat sie es vermutlich bereits getan. Nun reisen Sie bald ab, Fräulein Toni. Nein, wieso? Mein Gott, wir haben den 10. September. Wie lange kann das noch dauern? Aber jetzt müssen Sie mir etwas beantworten. Es ist die Frage, die ich mir seit langem aufgespart habe. Ja, Morten. Wer ist Grünlich? Ach, das wollen Sie wissen. Ich will es Ihnen sagen, Morten. Obwohl es mir sehr peinlich ist, dass Thomas seinen Namen nannte, damals, gleich nach unserer Ankunft hier. Herr Grünlich, Bendix Grünlich, ist ein Kaufmann aus Hamburg, der um meine Hand angehalten hat. Aber ich habe ihn zurückgewiesen. Ich konnte mich nicht entschließen, ihm mein Jawort fürs Leben zu erteilen. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Warum? Oh Gott, weil ich ihn nicht ausstehen konnte. Und was heißt, das müssen Sie mir noch sagen, was heißt, das putzt ganz ungemein? Ja, so sprach Herr Morten, denken Sie nur. Er sagte nicht, das ist hübsch oder das nimmt sich gut aus. Er sagte, das putzt ganz ungemein. So albern war er. Dabei war er im höchsten Grade aufdringlich. Einmal machte er mir eine Szene, bei der er weinte. Ich bitte Sie, ein Mann, der weint. Er muss sich sehr verehrt haben. Was ging mich das an, möchte ich wissen. Gut, Sie haben diesen Herrn Grünlich nicht leiden können. Aber haben Sie jemals einen anderen? Manchmal denke ich, vielleicht haben Sie ein kaltes Herz. Nein, Morten, glauben Sie das von mir? Ich glaube es ja nicht, aber Sie machen sich nicht lustig über mich, wenn ich Ihnen sage, dass ich Sie sehr... Ich weiß, Morten. Sie wissen. Und Sie? Sie, Fräulein Toni?
Ich halte große Stücke auf Sie, Morten. Und ich habe Sie lieber als alle, die ich kenne. Oh, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Sehen Sie, jetzt bin ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Aber versprechen Sie mir auch, dass Sie diesen Nachmittag am Strand nicht vergessen werden, bis ich Doktor bin und bei Ihrem Vater für uns bitten kann. Es wird gar nicht so lange dauern. Ich werde arbeiten wie ein Pferd und es ist gar nicht so schwer. Ich werde es nicht vergessen. Nichts werde ich vergessen. Wollen Sie mir darauf nicht? Darf ich das nicht bekräftigen? Schwarzkopf. Mein Name ist Grünlich. Ich darf mich einen nahen Geschäftsfreund des Konsuls Buddenbrook nennen. Oh, à la Bonheur. Wollen sich der Herr nicht bequem machen? Vielleicht einen kleinen Grog nach der Fahrt? Meine Zeit ist bemessen. Mein Wagen wartet. Was ich zu erledigen habe, wird bald genug abgetan sein. Zu Ihren Diensten. Herr Kommandeur. Herr Kommandeur, die Angelegenheit, in der ich komme, bezieht sich unmittelbar auf die junge Dame, die seit einigen Wochen in Ihrem Hause wohnt. Eine Dame, mit der ich so gut wie verlobt bin. Mademoiselle Buddenbrook? Wahrhaftigen Gott, das habe ich gar nicht gewusst. Gratuliere ich aber, Herr Grünlich. Haben Sie was Gutes, was Reelles? Gleich viel. Ich höre jedoch, mein werter Herr, dass Ihr Sohn, der Herr Studiosus Medicinae, es sich unwissentlich zwar gestattet hat, in meine Rechte einzugreifen. Ich höre, dass er die hiesige Anwesenheit des Fräuleins dazu benutzt hat. Was? Das soll doch gleich. Meta! Morten! Redet mal an! Redet mal weiter an! Lassen Sie mich hoffen, dass ich durch mein Auftreten hier nicht Ihre eigenen väterlichen Pläne durchkreuze. Herr, ich bin einfach ein Mann und ich verstehe mich nicht auf Finessen. Aber ich weiß, wer mein Sohn ist und wer Mamsell Buddenbrook ist. Und ich habe zu viel Respekt und zu viel Stolz im Leibe, um solche väterlichen Pläne zu machen. Nee, also da sind Sie gewaltig auf dem Holzweg. Das lassen Sie sich mal von mir gesagt sein. Redet mal, jetzt antwortet mir mal. Du hast dich also wie ein dummer Junge betragen, was? Nein, Vater. Fräulein Buddenbrook. Dann will ich dir mal vertellen, dass du ein Döskopf bist, ein Hanswurst. Dass du eigentlich nach Göttingen abkutschierst, verstehst du das? Und dass das ein Kinderkram ist, ein nichtsnützigen Kinderkram. Punkt um. Dietrich, mein Gott. Das kann man doch nicht so ohne weiteres sagen. Wer weiß. Ich wünsche der Herr, das Fräulein zu sprechen. Nun, wie gesagt, meine Zeit ist bemessen. Ich empfehle mich Ihnen, Herr Kommandeur. Ich habe die Ehre. Adieu. Offen gestanden, mein Kind, ich verstehe dich nicht. Wovon sprichst du eigentlich? Von der Freiheit, Papa. Ich bin kein Kind mehr. Ich habe Einblicke getan. Es darf keine Willkür mehr geben, keine Privilegien, keine Unterdrückung. All das muss verschwinden. So. Das sind also seine Ansichten. Und damit hat er dich traktiert. Wer? Schau mir mal in die Augen. Du weißt doch wohl, weshalb ich dich so plötzlich abholen ließ. Oder nicht? Doch, Papa. Aber ich fürchte, du irrst dich in mir. Freilich, Morten ist nicht reich. Er hat kein reges Geschäft. Aber er wird bald seinen Doktor machen und dann... Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist mein Ernst, Papa. Denn ich liebe ihn so, dass es sich gar nicht sagen lässt. Gewiss. Für den Augenblick, mein Kindchen. Aber glaube mir, du wirst das vergessen. Auch ist, wie ich höre, der junge Schwarzkopf ein ganz gescheiter Mensch. Er wird letztlich wissen, wohin er gehört. Auf die Steine, meinst du? Wie bitte? Ach, nicht seine Redensart. Ich will dir etwas sagen, meine liebe Tochter. Wir sind nicht dafür geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes kleines Glück halten. Wir sind Glieder in einer Kette und wären nicht denkbar ohne die Reihe derer, die uns vorangegangen sind. In unserem Fall ist sie lang, diese Kette. Lang und gediegen.
Schon unser Ahnherr zu Rostock, der Gewandschneider, hat sich gut gestanden. Und dies anno 1560. Dann der in Grabau, der Ratsherr. Patrizier, sie alle. Einer wie der andere. Gewiss, Morten ist kein Patrizier, aber ich liebe ihn doch. Und Liebe ist eine schöne, eine große Sache. Aber sie ist nicht alles, Toni. Und sie hält nicht stand, wo die wahre Verbundenheit fehlt. Du gehörst nicht zu ihm, mein Kind, du gehörst zu uns und zu unseresgleichen. Du bist eine Buddenbrook, vergiss das nicht. Ich würde ein wenig ruhiger schlafen, wenn du dich entschließen könntest. Nun. Du musst nicht in diesem Augenblick Ja oder Nein sagen. Niemand will dich zwingen. Vergiss das nicht. Aber ich bitte dich, deine Entscheidung so zu treffen, wie du sie vor dir, vor deinen Eltern und vor unserem Haus verantworten kannst. Gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Toni? Hast du's? Ich habe es in die Chronik geschrieben, Papa. Was? Antonie Buddenbrook verlobte sich am 22. September 1847 mit Herrn Bendix Grünlich, Kaufmann zu Hamburg. Bist du zufrieden mit mir? Ich könnte am Ende doch glücklich werden. Mit sich selbst zufrieden sein, Toni. Das ist zuletzt das solideste Glück. Freudig schlägt das überseeische Bruderherz in Gedanken an das Glück zu Hamburg. Echt, Christian. Ein halbes Jahr nach Tonis Hochzeit gratuliert er. Aber der Brief war doch lange unterwegs und hat sich solche Mühe gegeben. Wie es dort aussehen mag, lebhaft steht das Ganze mir vor der Seele. Das rege Geschäft, die vornehme Einrichtung und goldgelb zwischen den schweren Samtportieren hervorlugend der Backenbart. Mein Gott, ich gestehe meine Schwäche für denselben. Er putzt, werte Konsulin, er putzt ganz ungemein.
Nichts als Narrenpost. All diese Menschen, worüber freuen Sie sich so? Das Volk. Rathauskamerad. Ja. Ist das die Revolution? Jedenfalls ist das ein gräulicher Lärm. Wir sollten beten. Ja, ja, gewiss, gewiss. Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Na, Tilda, dir schmeckt das allemal, was? Gut, Onkel. Wir müssen sofort in die Bürgerschaft, werter Freund. Meine Damen, man tritt zusammen und das Volk rebelliert. Mamsell Jungmann, den Wagen. Du willst in die Stadt. Ja, Liebe, du hast doch gehört. Ja, aber Jean, das Volk, die Revolution. Ach, ich ängstige mich. Ich ängstige mich sehr. Zu deiner Beruhigung, Mama, ich werde Papa begleiten. Sei ganz ohne Sorge. Ein Ziegelstein, ein halber Ziegelstein. Ich hatte gerade Herrn Wagenström auf dem Stuhl. Die tägliche Rasur. Das Schaufenster von Herrn Bentin liegt meinem Salon genau vis-à-vis. Die Menschen haben es vermittels Steinwurfs zertrümmert. Haben Sie schon gehört, Herr Konsul? Die Menschen haben das Tuchgeschäft Bentin. Ich hatte gerade Herrn Wagenström auf dem Stuhl. Das Schaufenster von Herrn Bentin liegt meinem Salon genau vis-à-vis. Die Menschen haben es vermittels eines Steinwurfes zertrümmert. Ist ja wirklich ein bisschen stark. Die neueste Neuigkeit, werter Freund. Das Volk zieht mitnichten vors Rathaus. Sie kommen hierher, zu uns, um die Bürgerschaft zu bedrohen. Redakteur Rübsam hat Sie aufgewiegelt. Jeden Augenblick können Sie hier sein. Umso eher werden wir Gelegenheit haben, dem Unfug ein Ende zu bereiten. Unglaublich! Infamie! Unerhörte Infamie! Ich denke, wir eröffnen die Sitzung. Ja, aber es ist doch... Man passt es doch nicht. Ich habe den Pöbel beobachtet. Es sind herrliche Burschen darunter. Das Auge flammend von Hass und Begeisterung. Herr Makler Gosch auf Seiten der Revolution, nicht übel. Meine Herren, ich bitte hören Sie auf mich. Ich kenne das Haus. Es gibt eine Dachluke. Man kann ganz gut vom Boden aus aufs Nachbardach klettern und sich in Sicherheit bringen. Nichts für die Feigheit. Feigheit? Gottstunner. Die Leute klettern hier rauf. Sie werfen mit Ziegelsteinen. Die sind zu allem imstande. Nein, wirklich, auf die Dauer kann man das nicht hingehen lassen. Ich werde mit den Leuten reden. Nicht Sie, Herr Konsul, dürfen sich gefährden. An mir liegt weniger. Sie sehen mich gewillt, zum Volke zu sprechen. Nein, nein, mein Guter, lassen Sie nur. Ich habe wahrscheinlich mehr Bekannte unter den Leuten. Es sei, Sie sind ein größerer Mensch als ich. Aber ich werde an Ihrer Seite bleiben, Herr Konsul Buddenbrook. Mag die Wut der entfesselten Sklaven nicht zerreißen. Konsul Buddenbrook will eine Rede halten. Soll er erst mal probieren. Was soll's denn, Lüt? Was von Bunny in Narrenkram? Los, Kolle. Jetzt immer noch die im Konsul. Also, Kolle Smolt, nur red du mal. Je heftig den Leben langen Nachmittag randaliert. Ah. Herr Konsul, nun ist das zu weh, ne? Nun mach wie Revolution. Nun steck mal erst den Wurst weg, Kohl, wenn du mir was zu vertellen hast. Das geht dann doch zu weit mit der Revolution. Ja. Herr Konsul, Revolution beziehen. Revolution ist ja nur überall, nicht? Ist ja überall in Paris, in Berlin, in... Was wollt ihr eigentlich? Nur sag mir das mal. Wir wollen eine Republik haben. Aber du Döskopf, ihr helft ja schon ein. Ja. Da will ich noch ein. Na, Lüt, ich glaube, das ist das Beste. Wir gehen alle nach Hus. Jawohl, Herr Konsul. Und denn ich bin mal froh, dass Herr Konsul mir das nicht für übel nehmen tut, ne? Tschüss, Herr Konsul. Moment, Kohl. Lauf mal fix nach unserer Kutsch und secht Jochen, sehen Herr will nach Hus. Jawohl, Herr Konsul. Du hast dich doch nicht ernstlich geärgert, Papa. War ja die reine Kinderei. Ja, was ist denn? Fahr zu schnell, Jochen! Schnell, um Gottes Willen, schnell!
Schnell! Ein Unglück! Na komm schon! Holen Sie Dr. Grabo. Jawohl. Ich glaube, er ist tot. Schweren Herzens gekommen. Ich war auch auf dem Friedhof gestern. Es war eine schöne Feier. So viele Menschen. Aber du hast mich wohl nicht gesehen. Möchtest du Tee? Heute müssen wir vernünftig sein, kleine Anna. Es ist soweit. Oh Gott. Einmal musste es doch herankommen. Was ist da zu tun? Wir müssen damit fertig werden. Ich verstehe es ja, Thomas. Mein Gott, ich habe es ja immer gewusst. Aber warum gerade heute? Eine Woche noch. Bitte, Thomas. Nein. 5 Tage. 3. Nein, Anna, das wäre noch schlimmer. Zusammen sein und wissen, dass alles vorbei ist. Nicht weinen. Wir wollten doch vernünftig sein, hm? Leb wohl, meine liebe, gute kleine Anna. Du bist ein kluges Mädchen. Du hast niemals etwas von heiraten gesagt. Adieu. Und du? Das weiß Gott, wie die Dinge gehen werden. Man wird getrieben, weißt du. Schließlich werde ich eine Partie machen. Ja, ich bin offen gegen dich beim Abschied. Und auch du. Doch, 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 das kommt so. Aber bitte, wirf dich nicht weg. Adieu. Ich habe mit dem heutigen Tage die Leitung des Hauses Buddenbrock und das niederländische Konsulat übernommen. Ich erinnere mich des Tages, an dem mein verewigter Vater mich als Lehrling in das Geschäft einführte und Sie darum bat, mir freundlich zu vertrauen. Ich darf diese Bitte heute wiederholen. Lieber Herr Markus, mein Vater hat in seinen letztwilligen Verfügungen den Wunsch ausgesprochen, Sie möchten nach seinem Heimgang Ihre treue, bewährte Kraft als Teilhaber in den Dienst der Firma stellen. Ich bitte ergebenst, davon überzeugt zu sein, Herr Konsul, dass ich die Ehrung meiner Person, welche in diesem Anerbieten liegt, zu schätzen weiß. Ich kann vor Gott und den Menschen nichts Besseres tun, als diese Offerte dankbarst zu akzeptieren. 1000 Dank, Mama. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ja, lieber Markus, bei aller Trauer ist dies gewissermaßen ein großer Tag für mich. Was in bescheidenem Maße auch für mich zutrifft. Freut mich, Markus. Freut mich umso mehr, als ich das Verschiedenste hier ändern will und Ihrer Zustimmung gerne sicher wäre. Ändern? Wir müssen mit der Zeit gehen, Markus. Das ist die Hauptsache. Es ist bei uns oft ein bisschen langsam, ein bisschen gar zu gemütlich zugegangen. Wir müssen uns regen, Markus.
Der Betrieb muss größer werden, das Personal reicht nicht hin und her. Und dann das Auslandsgeschäft. Briefe schreiben genügt nicht. Auf die persönlichen Kontakte kommt es an. Ich werde viel unterwegs sein. Wir werden auch eigene Schiffe brauchen, und zwar Dampfschiffe. Ich meine, wir sollten als erste Lübecker Firma einen eigenen Frachtdampfer haben, um von fremden Reedereien unabhängig zu sein. Mein Gott, wenn all dies gelänge, wenn es ginge. Es geht, Markus. Man muss nur wollen. Wollen und handeln. Man muss das Notwendige tun, auch wenn es einmal sehr schwer fällt. Der alte Stall, alles unverändert. Kurios, kurios. Herr Christian. Na, Liene. Draußen saust die Welt. Sie saust, mein Guter. Und hier drinnen steht sie still. Bumm, still. Kurios. Curious in English, old boy. Endlich, Herr Christian. Lady Jungman, wow. Dieses Weib wird immer jünger. Oh, darf ich Ihnen das abnehmen? No, my love, das trage ich lieber selbst. Dann sehe ich nach dem Gepäck. Was ist das eigentlich? So ein Schwertfisch. Ein Schwertfisch? Wozu? Andenken am Valparaiso. Andenken. Natürlich. Wo ist Mama? Der verlorene Sohn kehrt heim und die greise Mutter ist nicht zur Stelle. Mama ist noch beschäftigt. Ah. Ja, du siehst, wir haben uns vergrößert. All die Pulte da. Ich habe die Anzahl der Leute im Kontor fast verdoppelt. Mhm. Überhaupt. Wir machen uns heraus, mein Junge. Die Geschäfte gehen gut, auch im Ausland. Du verstehst es offenbar. Mein Glückwunsch, old boy. Tja, hier werden wir also nun zusammen arbeiten. Ich denke mir, dass du etwa den früheren Posten von Herrn Markus einnehmen wirst mit Prokuristensalär. Was deine Beschäftigung angeht, so wird dir die englische Korrespondenz wohl am ehesten zusagen. Wann fängst du an? Morgen? Ja, ich weiß nicht recht. Ich bin ja auch gar nicht richtig hier. Heute haben wir den 16., was? Ja. Na gut, sagen wir am 1., das ist ein rundes, hübsches Datum. Wie du willst, mein Junge. Ich habe noch einige Briefe zu unterschreiben. Gehst du schon hinauf? Yes, Sir. Sehr tüchtig, mein Bruder. Very clever. Let's go, old girl. Einen Hunger habe ich wie eine Hyäne. Grundgütiger Himmel, was ist denn das? Die Frau Konsulin hat heute ihren Jerusalemsabend. Ihren was? Seit dem Tod des Herrn Konsuls hält die Frau Konsulin regelmäßig diese Andachtsstunden ab. Es ist ihr ganzes Glück. Nicht im Ernst? Mhm. Ich habe ihr altes Zimmer herrichten lassen, Herr Christian. Das Abendessen bitte heute im Landschaftszimmer. Unser lieber Bruder Negele hat uns eine ergreifende Schilderung vom Missionsfeld in Afrika gegeben. Dank, lieber Bruder, von Herzen Dank. Unsere Fürbitte begleitet Sie wieder hinaus zu den armen Schwarzen. Aber beten allein tut's freilich nicht. Opfer werden gefordert. Opfer. Herr Christian, die Specksumme wird kalt. Da sei Gott vor. So, bitte. Danke. Ausgezeichnet. Delicious. Ida. Ja, Herr Christian. Sie waren doch dabei, als man meinen Vater brachte. Wie war das? War er schon tot? Vollständig tot? Oder hat er noch gestöhnt? Gestöhnt? Nein. Er war also schon tot, was? Wie sah der aus? Gelb? War er richtig gelb? Oh, mein Gott, Herr Christian. Grüßlich. Und nun, liebe Freunde, singen wir zum Abschluss unser Erbauungslied. Ich bin Yeah.
mitsingen sehen. Schon ein Christian, dass du wieder da bist. Sündenlümmel, das geht auf mich. Alle Taktlosigkeit sondergleichen. Stimmt's etwa nicht? Bisschen mitgenommen sehen wir jedenfalls aus. Tüchtig gebommelt, was? Was soll man denn anderes tun in den glutheißen Nächten? Damit, geliebte Schwestern und Brüder, ist unsere Erbauung beendet. Unsere verehrte Gastgeberin, allzeit jüdisch bemüht, das Feld der Mission mit zu bebauen, hat uns durch eine Spende von 1000 Courantmark beglückt. Draußen sind Listen aufgelegt zur Bequemlichkeit für all unsere Spender. Gebt reichlich und gern. So, und nun fliehe ich endgültig. Hm? Die Herren bleiben doch noch ein wenig, nicht wahr? Mein Sohn Christian ist aus Südamerika heimgekommen. Ei, mein alter Konfirmand. Ja, und da wäre es doch schade, wenn... Er war ein kleiner Leichtfuß, Edith. Wie schön Sie sprechen, Herr Pastor. Und wie schön Sie singen, Frau Clara. Mein lieber, lieber Junge. Unseren Hauptpastor Kölling kennst du ja. Und Dr. Grabow auch. Guten Abend, Doktor. Fett haben wir nicht angesetzt da drüben. Willkommen, Herr Christian. Missionar Mägele aus Stuttgart. Er hat uns viel von seiner schönen Arbeit am Kongo erzählt. Wir haben uns geistlich delektiert und Sie leiblich, wie ich sehe. Ah, no, ohne Fleisch kein Geist. Aber mit Mäßigkeit, alles mit Mäßigkeit. Herr Pastor Tiburtius, ein lieber, sehr lieber Gast aus Riga. Clara, alter Hasenbraten. Einen Kaffee, meine Herren? Wenn Sie noch ein Tröpfchen Ihres köstlichen Burgunders hätten, der Wein erfreut des Menschenherz. Hier, Kindchen, das wird dir gut tun. Hast dich aber auch allzu sehr ausgegeben. Ich wollte es unseren Gästen doch recht machen. Einem besonders, nicht wahr? Ist sie kränklich? Ah, nein, ein bisschen zart ist sie halt nicht, aber das macht ja nichts bei dem Reichtum. Okay. Die Firma ist unter Brüdern eine goldene Million wert oder drüber. Erbarmung. Ist dir nicht gut, mein Junge? Doch, doch, Mama. Aber ich weiß nicht, meine Herren, kennen Sie dieses Gefühl? Es ist schwer zu beschreiben. Wenn man einen harten Bissen verschluckt und das schmerzt den ganzen Rücken runter. Ach, das ist nicht arg. Am besten trinkt man einen Schluck Wasser drauf. Ich glaube nicht, dass wir dasselbe meinen. Manchmal denke ich, dass ich überhaupt nicht schlucken kann. Und dann kann ich es wirklich nicht. Wenn ich nicht schlucken? Die Sache ist die. Ich wage nicht einmal, es ordentlich zu wollen. Christian, mein Gott, was für dummes Zeug. Du wagst nicht, schlucken zu wollen? Das nicht zu lachen. Es ist kein Schmerz. Es ist eine Qual. Und nun kann ich es bald nicht mehr. Er war schon als Kind so sensibel. Höchste Zeit, dass er nach Hause kam. Der Arme. Darf ich nachschenken? Gewiss, mein Kind, recht gern. Bist du auch immer brav und fromm, liebst den Herrn. Den Herrn Thomas oder Herrn Christian? Morgen, meine Herren. Morgen. Morgen. Ja, immer fleißig, immer bemüht. Gut, 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 gut. Brav, brav. Ein vollendeter Gentleman. So wie du aussiehst, kannst du gleich zur Börse gehen. Ja, die Luft ist das hier. Die englische Korrespondenz, Herr von Rotenburg. Allgemeinweile, mein Freund. Wieder mal überheizt. Nur unser einer hat in den Tropen gelebt, kann das vertragen. Aber dass man dabei arbeitet, in Valparaiso zum Beispiel. Wie war's denn dort mit der Arbeit, Herr Buddenbrock? Du lieber Gott. Mein bester Freund im Kontor, Johnny Thunderstorm, ein unglaublicher Kerl. Den habe ich wohl mich der Teufel nicht ein einziges Mal arbeiten sehen. Schön. Der Chef kommt herein. Wir liegen 8 Mann hoch wie die Fliegen umher und rauchen lange Zigarren. Schwere Brasil. Na, sagt der Chef. Sie arbeiten nicht, meine Herren? No, Sir, sagt Johnny. Wie Sie sehen, Sir. Und bläst ihm dabei den Zigarrenrauch ins Gesicht. Na? Sie arbeiten nicht, meine Herren? Los!
Was ist denn los hier? Ruhe! Arbeiten Sie gefälligst. Bei der Hitze? No, Sir. Ich bitte Sie, Herr Buddenbrock. Ein Scherz, Herr Markus. Ja, ich habe mir erlaubt, einen Scherz zu machen. So, und jetzt werde ich arbeiten, bitte mich nicht mehr zu stören. Danke, Ida. Guten Morgen, Herr Konsul. Tja, Markus, da sagen Sie ein wahres Wort. Es war wirklich ein guter Morgen. Sie haben in der Bürgerschaft gesprochen. Habe ich. Mit dem erfreulichsten Erfolg. Die direkte Bahnverbindung ist so gut wie gesichert. Mein Glückwunsch, Herr Konsul. Mhm. Apropos, ich werde nun wieder ein bisschen verreisen. Es ist da eine Sache in Amsterdam, die meine persönliche Anwesenheit erfordert. Aber freilich, wenn es dringlich ist. Es ist dringlich, lieber Freund. Na und Sie, was bringen Sie mir da Schönes? Die Getreidelieferung an Hulle und Co. Und die ist doch perfekt. Leider nicht. Konsul Wagenström hat uns wesentlich unterboten. Wagenström, immer Wagenström. Wie kann er uns unterbieten? Er muss doch verlieren bei dem Geschäft. Der Mann ist ein Spekulant. Das ist das fünfte Mal in diesem Jahr, dass er uns, ich muss schon sagen, sehr empfindlich geschädigt hat. Ein höchst unangenehmer Patron. Ich fürchte, dass wir zunehmend mit ihm zu rechnen haben. Rechnen wir also mit ihm. Sonst noch was? Wenn ich mir gestatten darf, die letzten Aufwendungen Ihrer Frau Mutter, zweifellos in edelster Absicht. 1000 Koran für die Negerkinder der Diözese des Herrn Negele. 2000 zur Unterstützung der indischen Mission. Die gute Mama ist reichlich großzügig, nun Gott sei Dank, wir können es uns leisten. Auch diesen Posten, Herr Konsul, können wir uns zweifellos leisten und nur der Ordnung halber frage ich an. Eine Rechnung vom Club? Und nicht die erste dieser Art. Herr Christian lässt seine Clubrechnungen meistens durch unsere Kasse gehen. Christian! Bleiben Sie ruhig. Der Brief nach London, soeben fertig geworden. Willst du unterschreiben? Ja. Übrigens, mein Freund, ist das ein Versehen? Diese Leute sind von einer Kleinigkeit. Ja. Immerhin, du hast erhebliche Schulden dort. Allein von gestern Abend, 12 Dutzend Auster. Mein Gott, in Valparaiso waren sie so billig. Ich bring den eben zur Post, ja? Schick doch den Jungen. No, no, Sir, mach ich höchstpersönlich. Ein bisschen frische Luft wird mir gut tun. Meine linke Seite, weißt du, der alte Dr. Grabo ist ratlos. Meine Nerven sind hier alle zu kurz. Einfach alle zu kurz. Ich brauche Bewegung. Ein Expressbrief, Thomas. Diese Minute gekommen. Tschüss. Wendix Grünlich, fast sicher eine neue Unannehmlichkeit. Der Mensch ist wahnsinnig geworden. 120.000 Koran, Mark. Und die will er von uns? Anspannen, bitte. Ich fahre sofort nach Hamburg. Du machst dich ja lächerlich. Hast du Gegengründe? Gib doch Gegengründe an. Ein Mädchen genügt. Tinker ist über und über beschäftigt. Du isst ja am frühen Morgen schon Koteletten. Und du ruinierst mich. Allein der sinnlose Luxus, den du mit deinen Schlafröcken treibst. 5 Schlafröcke hast du. Sämtlich aus teuerstem Material. Soll ich am Ende Cartoon tragen? Außerdem sind es nur 4. Nur. Du ruinierst mich, sag ich dir. Aber die Herrschaft ist noch beim Frühstück. Aha. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kesselmeier. So früh schon? Ja, ich habe mit Ihnen zu reden. Unverzüglich zu reden, mein Lieber. Sehr appetitlich. Sehr reichlich. Das ist hübsch, dass Sie da sind, Herr Kesselmeier. Bitte setzen Sie sich doch. Okay. Ich habe eben einen Streit mit Grünlich. Und Sie als sein Bankier sind der gegebene Schiedsrichter. Nun sagen Sie mal, brauchen wir ein zweites Mädchen oder nicht? Nämlich Grünlich behauptet, ich ruiniere ihn. Sie ruinieren ihn? Ja. Was? Sie ihn? Oh Gott, du liebe Zeit. Na, das ist spaßhaft. Das ist höchst spaßhaft. Kesselmeier, so fassen Sie sich doch. Aber so hören Sie doch auf zu lachen. Ein Glas Wein, eine Zigarre? Ja, bitte, geben Sie mir ruhig ein Glas Wein. Geben Sie mal eine Zigarre. Drüben ist es kühler. Wir können auch drüben. Bitte. Ja, dann machen wir einen kleinen Bankrott. Ein höchst spaßhaftes Bankrottchen, mein Lieber. Dann warten wir doch die Antwort.
eine himmlische Überraschung. Es ist aber auch höchste Zeit, dass du dich einmal bei uns sehen lässt. Wie siehst du denn aus? Ich bin die Nacht durchgefahren. Setz dich, mach dir's bequem. Das ist unser Esszimmer. Grüne Seide, vornehm, nicht? Aber was schwatz ich denn, ich selbstsüchtiges Weib, statt dir schleunigst etwas anzubieten. Der Kaffee ist noch heiß. Danke, Toni. Nicht jetzt. Komm. Ich bin zu einer Unterredung mit deinem Mann gekommen. Zu einer sehr ernsten Unterredung. Wo ist er? Im Rauchzimmer mit Bankier Kesselmeier. So. Kesselmeier ist auch hier, das ist gut. Ich kann nicht annehmen, Toni, dass du über die geschäftliche Lage deines Mannes unterrichtet bist. Nein, Tom. Mein Gott, ich bin eine Gans und verstehe nichts von solchen Dingen. Liebst du ihn eigentlich? Natürlich. Ah, du hängst also an ihm. Hast dich an ihn gewöhnt. Das sollte ich doch. Oder nicht? Ich muss dir eine schlimme, eine überaus fatale Mitteilung machen. Gründlich wird vielleicht genötigt sein, seine Zahlungen einzustellen. Du bist eine Kaufmannstochter, Toni. Ich denke, du verstehst mich. Gründlich macht bankrott? Oh Gott, er macht bankrott. Diese Schande, Thomas, wenn Papa das erlebt hätte. Es bestünde die Möglichkeit, ihn dieses eine Mal noch zu sanieren, wenn auch unter schweren Opfern. Wir haben gerade jetzt empfindliche Verluste gehabt. Tom, ist Grünlich schuldig? Ich meine, war es Leichtsinn? Oder gar Unredlichkeit? Das wird sich zeigen. Tom, wenn Grünlich schuldig ist, dann darf sich unsere Firma keinesfalls für ihn opfern. Immerhin, du bist seine Frau. Aber ich habe ihn doch niemals geliebt. Nie, nie, nie. Er war mir immer widerlich. Mein Gott, Toni. Wie oft habe ich gedacht, Travemünde, weißt du noch? Und meine Pläne von damals. Das waren Träume, Toni, keine Pläne. Was Grünlich betrifft, so trennst du dich wohl von ihm und kommst heim. Ich werde zwar nicht dort sein zunächst, muss nach Amsterdam in wichtigen Geschäften. Aber dein Zimmer steht immer bereit. Nein, Thomas, für den Augenblick möchte ich noch nicht nach Haus. Lübeck, du lieber Himmel, das Gerede ertrüge ich nicht. Viel lieber ging ich ein bisschen nach München, zu Eva Evers. Wir waren bei Sesemi zusammen, du erinnerst dich doch an sie. Ja, sie lebt jetzt in München und lädt mich immerzu aufs Herzlichste ein. Ich könnte... Hat mich mein Ohr doch nicht getäuscht. Willkommen, Schwager. Von Herzen Dank, dass Sie gekommen sind. Und so schnell gekommen sind. Ich fürchte, es wird das Einzige sein, was ich für Sie tun kann. Alles ist bereit. Herr Bankier Kesselmeier, Großhändler. Tinker! Meine Koffer vom Boden! Nehmen Sie den Armstuhl, lieber Schwager. Herr Kesselmeier, haben Sie die Freundlichkeit, sich hier hinzusetzen. Reizend, nicht wahr? Ein mir besonders liebes Geschenk der evangelischen Gemeinde. Tja, da haben Sie ganze Bescherung, Herr Konsul. Ich darf um das Hauptbuch bitten. Sie erlauben, dass ich Einblick nehme. Einen Augenblick, lieber Schwager. Ja, Sie werden Einblick gewinnen, aber glauben Sie mir, Einblick in die Lage eines Unglücklichen, nicht eines Schuldigen. Man wird sehen.
Ihre Forderungen an Herrn Grünlich betragen 68.000 Korantmark. Mhm. Sie sind nicht bereit, sich weiter zu gedulden. Wenn ich als Kaufmann ein Gutachten abgeben soll, so muss ich sagen, dass dies die Bilanz eines in hohem Grade schuldigen Mannes ist. Thomas, Schwager... Damit ist diese Angelegenheit für mich erledigt, ich bedauere. Aber Thomas, Sie können doch nicht... Ich spreche nicht von mir, aber denken Sie an Antonia, mein Weib. Wollen Sie Antonia gleichfalls ins Elend stoßen? Toni ist meine Schwester. Ich werde sie von alledem zu distanzieren wissen. Was soll denn das heißen? Sie sollten es sich doch überlegen, Herr Konsul, ein so köstliches Exemplar von Schwager in den Graben zu werfen. Schon damals, als ihm das Messer an der Kehle stand, wie er da plötzlich die Verlobung mit Fräulein Buddenbrock an der Börse ausschreien ließ. Meine höchste Anerkennung. Kesselmeier, wie stellte man es eigentlich an, das werte Schwesterchen, die fette Mitgift und den Kredit der Firma Buddenbrock zu ergattern? Oh? Das macht sich. Man legt dem Herrn Schwiegervater recht hübsche Bücher vor. Allerliebste, reinliche Bücher. Nur, dass sie mit der rauen Wirklichkeit nicht ganz übereinstimmen. Denn in der rauen Wirklichkeit waren 3/4 der Mitgift schon Wechselschulden. Ich darf Sie bitten, meinen Vater aus dem Spiel zu lassen. Er hatte die genauesten Erkundigungen eingezogen. Aha, Erkundigungen. Bei wem denn? Bei Bock, nicht wahr? Bei Petersen, bei mir. Aber wir waren ja alle interessiert. Wir waren ja alle himmelfroh, durch diese Heirat zunächst einmal sichergestellt zu sein. Siehst dir an. Grünlich ist bankrott. Schuldig bankrott. Bist du fertig? Wir wollen fort. Antonie! Antonie! Hier knie ich. Hast du ein Herz? Ein fühlendes Herz? Bringst du es über dich, mich zu töten? Steh auf, Grünlich, ich bitte dich. Steh auf! Nein, 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 nein! Du gehst! Ja, schon gut. Geh nur! Meinst du, dass ich dir nachheule? Du ganz? Ich wollte dein Geld, nur dein Geld. Aber es war ja nicht genug, lange nicht genug. Ach, scher dich doch fort, ich hab dich satt, satt, satt. Setz mal hier. Trischer, lass doch die albernen Kugeln, komm doch her. Maria. Setz mal hier. Setz mal hier. Na, was ist? Wir sind in London. Es ist Nacht, dunkle Nacht. Und das ist die Straße. Genau in der richtigen Gegend, ihr wisst schon. Und an allen Ecken stehen die tapferen, fleißigen, käuflichen Mädchen. Und da kommt Maria des Weges. Well, that's Maria! Fett, bunt und süß. Sie wackelt mit dem Popo und freut sich ihrer Sünde. So. Und da steht ein Neger. Und dort... ein Lord. Und hier ist Maria! That's Maria! That's Maria! Jeder, der Maria sieht, bekommt gleich Appetit. Wenn sie abends durch die Street im prallen Röckchen zieht. Schade, dass sie nur für Honorar schafft. Meistens sagt sie No mit kühlem Sinn. Aber zeigt man ihr die Barschaft, legt sie sich vor Schreck gleich hin. That's Maria. That's Maria. That's Maria. Hier sieht sie den Neger an, darauf den jungen Lord. Kurz entschlossen zieht sie dann den Neger mit sich fort. Was ist los? Dem Lord fährt's in den Magen. Doch sie sagt, was soll ich mich genieren? Ich will mich nach so viel plagen auch mal selber amüsieren. That's Maria. That's Maria! That's Maria! Ich muss jetzt nach Hause. Krishan, was ist denn los? Heim zum strengen Brüderchen? Was denn, was denn? Kriegst du es plötzlich mit der Angst? Thomas ist weit weg, Amsterdam. Aber ich kann es nun einfach nicht mehr. Mm-hmm.
So, unsere Gäste werden gleich hier sein. Ich gehe mir einen zivilisierteren Rock anziehen. Nun, Sie haben wirklich zugehört. Es war herrlich. Ich muss mich über Sie wundern, Thomas. Ich denke, Sie sind unmusikalisch. Sie haben ein ganz anderes Gesicht, wenn Sie spielen. Täuschen Sie sich nicht, mein Freund. Sie haben mir oft gesagt, Sie hielten nichts von Gefühlen. Doch, Gerda, Sie tun sich sogar was zugute dabei. Aber wenn Sie spielen, ich verstehe wirklich fast nichts von Musik, aber so viel habe ich begriffen, dieses Duo war etwas sehr Gemeinsames. Ich spielte mit meinem Vater. Sie lieben ihn sehr? Er ist der einzige Mensch, der mich... Nicht der einzige. Das wissen Sie. Sie haben es oft gesagt. Ich sage es wieder, Gerda. Wieder und wieder. Ein Whisky, lieber Buddenbrook? Oder könnte ein Geneva Sie aufrichten nach der musikalischen Heimsuchung? Aber ich bitte Sie, meine Arnold. Ich finde es einfach erstaunlich und bewundernswert, dass Sie Musiker und Kaufmann sind. Dass zwei so verschiedene Welten sich behaupten in ein und derselben Person. Veranlagungssache? Eine glückliche Veranlagung, wenn Sie wollen. Der Kaufmann in mir braucht die Musik zum Ausgleich gewissermaßen. Sie sind zu beneiden. Mir fehlt dieser Ausgleich, wissen Sie. Ich bin ständig nur mit den Dingen, mit den Realitäten des Lebens befasst. Das ist ziemlich anstrengend. Und man hat so wenig Hilfe dabei. Papa, Konsul Buddenbrook hat heute zum dritten Mal um meine Hand gebeten. Ich bin der Meinung, wir sollten ihm ruhig sagen, dass wir einverstanden sind. Gerda, ist das Ihr Ernst? Sie haben meine Zustimmung, lieber Buddenbrook. Aber etwas Zeit sollten Sie mir lassen. Ich fürchte, ich muss erst lernen, allein Musik zu machen. Und wie lange? Was meinst du gerade? Ein halbes Jahr. Das ist sehr kurz. Das ist sehr lang. Kurz oder lang? Ich denke, es wird recht sein. So, und jetzt heißt es arbeiten, meine Herren. Seit der Chef wieder da ist, muss das ja wohl sein. Verlobt ist doch auch der Glückspilz. Ist sie hübsch? Fragen Sie den Konsul. Aber nun an die Arbeit. Arbeiten bei dieser Hitze? Los! Im Garten? Eine Konferenz mit meinem Bruder. Ja. Hallo, Thomas. Ich habe dich in den Garten bitten lassen. Ich möchte nicht, dass jemand hört, was ich dir zu sagen habe. Ja. Hübsch. Man hat mir heute auf der Börse von einer Bemerkung erzählt, die du in deinem Club hast fallen lassen. Eine Bemerkung, die so über alle Begriffe taktlos war. Taktlos? Was denn? Ich meine, wieso denn? In einer Gesellschaft von Kaufleuten, sagst du, und zwar so laut, dass alle es hören können. Eigentlich und bei Lichte besehen sei doch jeder Kaufmann ein Gauner. Du selbst ein Kaufmann, Angehöriger einer Firma, die aus allen Kräften um makellose Solidität bemüht ist. Lieber Himmel, Thomas, ich mache das Spaß. Alle Kaufleute sind Schwindler, sagst du. Du, der du keine Ahnung davon hast, was Arbeit ist. Tja, Thomas, das ist eben der Unterschied zwischen uns. Du gehst auch mal ins Theater und hast früher unter uns gesagt auch deine Techtelmechtel gehabt. Aber du hast es immer so gut verstanden, das alles mit der ordentlichen Arbeit und dem Ernst des Lebens zu verbinden. Das geht mir ab. Ich werde von dem anderen, von dem Kram, ganz und gar aufgebraucht und behalte für das Ordentliche gar nichts übrig. Also das siehst du ein und lässt dennoch alles beim Alten? Bist du denn ein Hund, Christian? Man hat doch seinen Stolz, Herrgott im Himmel. Aber so bist du eben, das ist dein Wesen. Du machst dich lächerlich vom Morgen bis zum Abend. Mit deiner Geschwätzigkeit, deinen Liebschaften, deinen eingebildeten Krankheiten und deinen Darbietungen im Club. Meine Geduld ist zu Ende. Sie ist zu Ende, sage ich dir. Ein für alle Mal, ich verbiete dir, hörst du? Ich verbiete es dir, unser Haus derart zu kompromittieren. Aber Thomas... Du bist ein Auswuchs, eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie. Was fällt dir ein, Thomas? Jawohl, das bist du! Wie sprichst du denn mit mir? Was habe ich hier getan? Was mir fehlt, ist Selbstständigkeit, glaube ich. Ich beneide dich immer, Thomas, wenn ich dich so arbeiten sehe. Du arbeitest nicht, weil du musst, sondern als Herr und Chef. Du regierst und bist frei. Das ist etwas ganz anderes. Es ist dir unbenommen, dich selbstständig zu machen. Dein Erbteil beträgt 100.000 Korantmark.
Den ganzen Betrag kann ich natürlich nicht aus der Firma ziehen, aber gleich viel. Hast du denn Pläne, etwas Konkretes, einwandfrei Solides? Köppen. Die Weinhandlung Köppen hat mir den Antrag gemacht, die Hamburger Niederlassung zu übernehmen. Es wäre eine Lösung. Von Weinen verstehe ich was und von Likören und so. Es wäre mir auch aus einem anderen Grunde angenehm. Etwas mehr Bewegungsfreiheit. Aline, weißt du? Ich weiß von keiner Aline und will von keiner wissen. Du musst gerecht sein, Thomas. Du hast keinen Begriff, was für ein prachtvolles Geschöpf sie ist. Sie ist so gesund. So gesund! Du solltest nur ihre Zähne sehen, wenn sie lacht. Ich habe auf der ganzen Welt keine schöneren Zähne gesehen. In Valparaiso nicht so richtig. Was deine geschäftlichen Pläne angeht, Toni hat uns eben jetzt viel Geld gekostet, die Mitgift und die Scheidung. Und auch meine Heirat mit Gerda Arnoldsen erfordert gewisse Aufwendungen. Du weißt, wir müssen umbauen. Gerda ist an modernen Komfort gewöhnt. Dein Glück, deine Heirat, deine Bequemlichkeit. Sobald es um mich geht, gibt es Schwierigkeiten. Wenn ich leide, lacht man darüber, oder? Man nimmt es nicht mal zur Kenntnis. Du ahnst es nicht, Thomas. Hier. Alle Nerven zu kurz. Und die ewigen Schluckbeschwerden. Und wenn ich abends zu Bett gehen will, dann sitzt nur zu oft ein Mann auf dem Sofa und winkt mir zu. So. Obwohl er eigentlich gar nicht vorhanden ist. Es ist gut, du sollst dein Geld haben. Ich spreche noch heute mit Markus. Und wenn Gerda kommt, nimm dich zusammen. Bitte. Sind wir? Bitte. Das ist Ida, unsere treue Seele. Sie hat mich auf den Knien gewiegt. Danke. Willkommen in unserem Haus und in unserer Familie. Meine Arnoldsen. Und das ist Toni, meine Schwester. Wir müssen natürlich du zueinander sagen. Darf ich? Gerne. Mein Gott, bist du schön. Und ich? Aber das ist sehr originell. Das ist ein echtes Trachtenkleid. Ein bayerisches Trachtenkleid. Interessant. Meine liebe Schwester hat kürzlich ihr Herz für die Bayern entdeckt. Du liebe, du liebe. Was du nur immer redest. Das ist Christian, nicht wahr? Holland. Ich dachte, von dort beziehen wir vor allem den guten Käse, aber jetzt sehe ich erst, was für Schätze es dort zu holen gibt. Thomas hat mir listig verschwiegen, dass Sie ein Schmeichler sind. Aber ich bin keine Hand aufs Herz. Ich meine alles, was ich sage. Ja, das tut er. Und er sagt leider alles, was er meint. Tom, das hast du gut gemacht. Mein Gott, wie hast du das gut gemacht? Nein, dass Papa das nicht mehr erlebt hat, das ist zum Heulen. Ach, Gerda, was bist du für ein begnadigtes Geschöpf. Begnadigtes. Eben. Gehen wir hinauf. Du musst dir die Zimmer ansehen. Wir haben völlig umgebaut. Denn ihr sollt es vornehm haben. Bis zur Hochzeit ist alles fertig. Fürchtet nichts, liebe und verehrte Freunde, dies ist keine Rede, nur ein Glückwunsch von ganzem Herzen. Gerda, mein Kind, lieber Thomas, ich trinke auf euer Wohl und auf das stete wachsende Wohl des Hauses Buddenbrook. Gott segne dich, mein Junge. Glück, Zufriedenheit und Mäßigkeit. In allem und vor allem Mäßigkeit.
sei glücklich. 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 Wollen Sie glauben, Sesemi, dass ich es wirklich bin? Unsere Gedanken, Frau Konsulin, gehen eben jetzt verwandte Wege, nicht wahr? Ihr verewigter Gatte. Ja, mein Herr Arnoldsen. Sie haben recht. Ich danke Ihnen. Heute fehlte mir besonders mein Jean. Ich weiß, wie das ist. Nicht wahr, Tilda? Nun heiraten wir auch bald. Das heißt, jeder für sich. Gott grüß dich, Herr. Sehr müde. Es geht. Und wird hier auch bald überstanden sein. Auch hast du im Handumdrehen eine neue Eroberung gemacht. Mhm. Unten am Ende der Tafel, der Makler Gosch, ein uralter Hausfreund, scheint in hellen Flammen zu stehen. In der Tat eine herrliche Frau, eine Göttin. Gewiss, aber auch welche reine, demütige Seele. Ja, in der Tat, das war sie schon immer. Meine Gratulation zur Verlobung, Herr Pastor. Erbarmung, der Jude Tiburcio scheint sich der Fleischeslust hinzugeben. Du weißt eben nicht, wie das ist, wenn man verlobt ist. Na, sag das nicht. Ein reizendes Fest. Ja, bei zwei so glücklichen Paaren am Tisch. Lass nur, Tonichen, wirst auch noch mal glücklich sein. Ich denke, wir heben die Tafel auf, Herr Pastor Kölling. Lasst uns danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Meine geehrten Damen und Herren, eine kleine Abordnung unseres Personals bittet, gratulieren zu dürfen. Na, Kolle, der Mann taub. Wie sind man, arme Lüden, meine Herrschaften? Aber wir heften empfindend hart. Wir sind arme Leute, aber wir haben ein empfindendes Herz. Empfindendes Herz. Und das Glück von Herrn Konsul Buddenbrook, welcher immer Gautons Fest ist, gut zu uns gewesen ist, geit uns nah. Und so sind wir kamen, um den Herrn Konsul und die Frau Konsulin und vollen Harten zu gratulieren. So ein Herrn gibt das nicht fehl. So einen Herrn gibt das nicht fehl. Und uns Herrgott wird ihm das alles lohnen. Das hast du schön gesagt, Kolle. Vielen Dank, Ock. Was willst du denn mit den Blumen? Uns Herrgott wird ihm das alles lohnen, sag ich, wenn das mal so weit ist und wir vor seinem Stuhl stehen. Denn einmal mit Vial in die Grube fahren. Arm und reich, das ist sein heiliger Wille und Entschluss. Tom Hode mit Vial waren. Wie mit Aal, to Staub und Moder werden. To Moder. Na, Kolle, wir feiern hier Hochzeit. Und das wären ein paar Blumen. Vielen Dank, Kolle. So eine schöne Rede habe ich lange nicht gehört. Dankeschön. Na, wenn wir nicht bald fahren, dann kommen wir in Regen. Gewitter nach der Hochzeit ist ein gutes Zeichen. So? Mhm. Ah, dann ist es ja wohl soweit. Adieu, Mama. Gott behüte euch, mein Junge. Und kommt wohlbehalten zurück. Also dann, mach's gut inzwischen. Aber Toni, Tränen. Es ist nur, weil ich so froh bin für dich, dass ihr nun nach Venedig fahrt. Und sogar über München. Soll ich dort jemand grüßen? Mein Gott, wie kommst du denn darauf? Nur so. Das hört sich aber böse an.
Adieu, Mama. Aber ihr Glücklichen seid ja längst auf und davon, wenn hier der Sturm losbricht. Sei denn, wir fahren gerade hinein.